Ich habe euch in diesem Video mal den Hocker zerlegt in die zwei Rahmenteile, damit wir uns die noch einmal genauer anschauen. Wir sehen hier, dass dieses Rahmenteil und dieses Rahmenteil unterschiedlich breit sind. Aber sehen, wir können es ja messen. Wir gehen mit dem Klick, mit dem Mausklick, also den Auswahlpfeil wählen, dann Abmessung wählen, hier mal auf den Punkt und messen mal von dort nach dort, messen hier eine Distanz von 22 cm. Dann messen wir hier und messen hier 26 cm. Das sind genau 4 cm Unterschied. Und das liegt daran, dass ebenso ein Schenkel eine Breite hat von 2 cm. Und theoretisch könnte ich eben das machen, was eben auch praktisch möglich sein muss. Man kann die beiden Rahmen ineinander legen. Immer wenn man in SketchUp etwas bewegen will, dann muss man das Objekt anklicken. Hier ist es noch nicht gruppiert. Gruppieren. Und jetzt kann ich das Objekt sehr gut als Ganzes hier mal drauflegen und dann sehe ich, wie breit das Ganze ist. Und zum Beispiel, wenn ich diesen Hocker hier habe, kann ich den auch einfach mal ausblenden, wenn er mich stört. Und auch Lisanne kann ich ausblenden, denn sie soll warten, bis ich mit dem Hocker fertig bin. Also, ich klicke mal das Objekt an und schiebe das jetzt mal hier rüber und dann sehe ich, dass diese Hocker ganz genau so ineinander passen sollten, damit man hier genau bei den Bohrungen übereinander liegt. Jetzt hier ist es noch nicht richtig geschoben, aber jetzt passt es so. Genau, also darauf müssen wir achten. Wir kennen schon ein Maß. Ein Innenmaß ist 22 und ein Innenmaß ist 26. Dazu kommen die Schenkel mit 2 cm. Wir müssen also nur noch wissen, wie groß muss dieses Längenmaß hier oben sein. Gut, das lässt sich leicht feststellen mit dem Messwerkzeug. 34 cm sind die beiden Stürze oder Querverbinder genannt. Und damit hätten wir auch schon fast alle Maße. Wir sehen allerdings, dass diese Schenkel einen rechteckigen Querschnitt haben. Ein Querschnitt, das ist, wenn man eben ein Holz der Länge nach durchschneidet oder quer durchschneidet, dann hat man hier ein Rechteck als Ergebnis. Und dieses Holz hier, der Querverbinder oder Kopf, der hat einen quadratischen Grundriss und der Querschnitt hat eine Breite von, nun ist es kaum zu glauben, von 3 cm. Was wir noch wissen müssen, sind die Bohrlöcher. Die haben einen Durchmesser von 1,5 cm. Und damit du auch alles in der richtigen Gruppe siehst, nun wissen wir eigentlich schon, wie der größte Teil des Hockers ausschauen muss und bearbeitet werden muss. Es braucht 3 Löcher in ganz bestimmten Abständen hier oben und auch diese Abstände werde ich dir im nächsten Video verraten, wenn wir beginnen, unsere Stücke zu bohren.